Moin Moin und hallo und herzlich willkommen bei Game 2. Heute dürft ihr uns wieder einmal dabei zuschauen, wie wir ein Spiel, in dem pausenlos Blut spritzt und Körperteile durch die Gegend fliegen, in einer Sendung unterkriegen, die ab 12 ist. Genau, der geistige Left 4 Dead-Nachfolger Back 4 Blood hat es nämlich ordentlich in sich. Vorher berichten wir aber über unseren Ausflug in New World. Das ist zwar schon ein kleines Weilchen draußen, aber so ein MMO zockt sich ja auch nicht mal eben so weg. Nee, das bedeutet viele schlaflose, unbezahlte Nächte, allein und verlassen in trostlosen Server-Warteschlangen. Für dieses Abenteuer brauchen wir aber keinen Redakteur. Wir brauchen einen Helden. Mich? Nein. Ein Glück, dass du da bist. Es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wurde ein zweiter Monster dafür angekündigt? Nein, viel schlimmer, die Redaktion. Sie wurde von einer übernatürlichen Macht heimgesucht. Ach, komm, ist doch Quatsch. Nein, Steve, geh nicht da rein in die Redaktion. Krass. Steffen, du bist der Auserwählte und musst uns retten. Du musst den New World-Beitrag machen. Ja, aber ich habe noch nie MMOs gespielt und ich bin kein Redakteur, nur Cutter. Ja, ich weiß. Aber zum Glück bin ich Redakteur und ich kann es dir erklären. In einem MMO, einem Massively Multiplayer Online Game, landest du in einer riesengroßen, offenen Welt und startest mit nix. Die meiste Zeit erledigst du irgendwelche Sammelquests und siehst zu, dass du deinen selbst erstellten Charakter auflevelst. Dazwischen gehst du mit anderen zusammen Dungeons erkunden. Das sind abgetrennte Bereiche, in denen du mit deiner Gruppe allein unterwegs bist und besonders starke Monster verkloppst. Hier droppt er richtig gute Loot, aber komischerweise kriegst du fast nie das, was du brauchst und machst deswegen den Dungeon immer und immer und immer und immer wieder. Aber jetzt hier, solange du dich mit dem Bums auseinandersetzt, gehe ich raus und hol Hilfe. Und hey, das war nur uns, klar? Ja, aber Trant, kannst du nicht den Beitrag machen? Haben wir uns verstanden? Ja, okay, du Redakteur, ich scheiße. Warteschlange, was mache ich denn jetzt? Kuros online, der kann mir bestimmt helfen. Jo, Steve, was geht? Kurz und knapp, ich muss einen Beitrag zu New World machen, obwohl ich gar kein Redakteur bin. Und ich komme nicht auf die Server drauf. Bist du schon drin? Ja, klar. Gestern Abend das Spiel gestartet, heute Morgen kam ich endlich auf die Server. Mega, ey, dann kannst du mir erzählen, wie es am Anfang abläuft, damit ich nicht von Null starten muss. Ja, klar. Kommen wir erstmal zur Story von New World. Also, du strandest als Dulli auf der Insel Eternum. Von diesem geheimnisvollen Ort strömt eine magische Substanz aus. Die bewirkt, dass du entweder unsterblich wirst oder dich in einen mit Verdorbenheit durchtränkten Untoten verwandelst. Du hast das Glücklichere losgezogen und bist von nun an unsterblich. Suppi! Und deshalb machst du es dir fortan zur Aufgabe, den Ursprung der mystischen Kräfte von Eternum zu ergründen. Dafür fängst du zuerst mit einem kleinen Kampftutorial an. Einmal blocken, einmal ausweichen und dann zuschlagen. Easy! Hier wird dir auch direkt klar gemacht, dass die Auseinandersetzungen aktiver vonstatten gehen als zum Beispiel in World of Warcraft. Das Kampfsystem in New World macht echt Laune und wird durch die brachialen Soundeffekte unterstützt. Am Strand bekommst du dann deine ersten Aufgaben von NPCs. Du lernst, wie du Ressourcen sammelst oder wie du einen Rastplatz baust, an dem du Lebensenergie aufladen, Gegenstände herstellen oder, wenn du abnippelst, dich wiederbeleben kannst. Nach diesen ersten Gehversuchen erreichst du irgendwann deine erste Siedlung. Dort kannst du nicht nur weitere Quests annehmen, sondern dich auch einer Fraktion anschließen. Das Hauptmerkmal von New World. Abseits davon kannst du auch sogenannte Städtequests erledigen, mit denen du in der Siedlung beispielsweise bessere Arbeitsplätze zum Craften schaffst oder die Verteidigung von Befestigungsanlagen erweiterst. Diese ganzen Mechaniken greifen ziemlich gut ineinander und erwecken den Anschein, dass du Teil von etwas Großem bist. Das Gefühl nutzt sich nur leider schnell ab, weil du diese Aufgaben Siedlung für Siedlung wiederholst und letztlich immer wieder das Gleiche dafür machst. Bäume fällen, Tiere jagen und ein und dasselbe Dorf zum zigtausendsten Mal von den Verderbten befreien. Ja, etwas öde. Neben den ganzen Beschäftigungen kannst du mit der Hauptquest die Expeditionen freischalten. So nennen sich die Dungeons.
Um da allerdings reinzukommen, benötigst du unter anderem den Azoth-Stab. Ach ja, der beseitigt übrigens auch die Verderbnis. Mit dem kann man die Seelen der Gefallenen befreien? Ja, so macht es jedenfalls das Spiel. Aber ich bin jetzt erstmal weg. Freunde warten, wir wollen eine Expedition zocken. Kacke. Mann, ich brauch den Stab. Hallo Steffen, alte Lutschpastille. Na, wie geht's dir? Ach, du spielst auch gar New World. Ja, ja, ich mache einen Beitrag darüber, obwohl ich kein Redakteur bin. Ich komme nicht richtig voran. Kannst du mir da helfen? Ja, na komm, ich habe schon ein bisschen was geschafft. Ich erkläre dir das. Also, das Wichtigste für dein Vorankommen ist natürlich, dass du deinen Charakter durch Levelaufstiege stärker machst. New World ist halt immer noch ein Rollenspiel. Bei jedem Stufenaufstieg kannst du die üblichen Attribute steigern und dadurch als Krieger besser kloppen oder als Magier noch besser magiern. Eine Besonderheit ist aber, dass du den Umgang mit den verschiedenen Waffen verbesserst, indem du sie häufig einsetzt. Schwingst du also häufig deine Axt, bekommst du dafür Punkte, die du dann in waffenspezifische Fähigkeitenbäume stecken kannst. Crafting funktioniert ganz ähnlich. Je öfter du Dinge herstellst, desto besser wirst du. Grundsätzlich kannst du alles basteln. Waffen, Rüstungen, Tränke, Nahrung. Das System klingt spannend, hat aber ein Problem. In der Regel sind hergestellte Objekte schwächer als deine Charakterstufe und damit irgendwie unbrauchbar. Klar, mal eine leckere Suppe kochen oder ein Sammelwerkzeug bauen ist drin und ganz cool, aber ein Schwert mit guten Werten? Eher nicht so. Selbst wenn, du findest das Zeug am Anfang eh ständig überall oder kannst einfach im Auktionshaus besseres Zeug überteuert von anderen Spielerinnen und Spielern kaufen. Apropos andere Spieler, die Keilereien mit anderen sind auch ein wichtiger Bestandteil von New World und durchaus spannend. Auch wenn die manchmal so reinsten Hühnerjagd verkommen oder du gleich in ganze Gruppen reinstolperst und ein Redi aufs Maul kriegst. Willst du darauf verzichten, kannst du den PvP-Modus aber auch deaktiviert lassen. Allerdings verpasst du dann auch die Belagerungsschlachten. Da kloppen sich insgesamt 100 Spielerinnen und Spieler um die Herrschaft eines Gebietes. Das hat taktische Tiefe und macht die Kämpfe zu einem echten Highlight. Es kann aber durchaus unübersichtlich werden. Hier mal ein Beispiel. Okay, kommen wir jetzt mal zu deinem heiß ersehnten Stab. Raus aus dem PvP, rein in den Singleplayer-Content. Denn mit fortschreitender Hauptquest bekommst du den Knüppel. Mit deinem heroischen Kampfgeist metzelst du dich durch unzählige Feindeshorden, bis du dann irgendwann am Obelisken stehst, dessen mysteriöse Kräfte die Insel in ihren Bann halten und den Stab vor deinen Augen zusammensetzen. Nee, ehrlich gesagt ist nichts daran episch. Du gehst halt rein, kommst nach 10 Sekunden wieder raus und währenddessen stehen schon die nächsten Schlange. Egal, wenigstens kannst du mit dem Ding jetzt an Expeditionen teilnehmen. Die bieten allein optisch schon ziemlich viele Wow-Momente, haben es aber auch echt in sich. Idealerweise kämpfst du dich deshalb mit 3 bis 5 Leuten bis zum abwechslungsreichen Endbosskampf vor. Und am Ende, wenn der Lootgott gnädig ist, erwartet dich dicke Beute. Aber die scheint dir auch egal zu sein, dir geht's ja irgendwie nur um deinen ollen Stab. Ah, der Stab. Damit wird es klappen. Ich muss auflegen, geht um Leben und Tod. Alles klar bei dir? Das wird sich gleich zeigen. Kacke, er ist immer noch besessen. Ich muss den Stab stärker machen. Okay, dann weiter mit der Hauptquest. Mist, immer noch unterlevelt. Also erstmal wieder Mobs platt machen und die stupiden Fraktions- und Städtequests erledigen. Mann ey, in dem Spiel muss man echt immer weit laufen. Und dann gibt's noch nicht mal Reittiere. Warum packen die Aufgaben auch immer so weit auseinander? Und dann sieht auch noch alles gleich aus. War ich nicht schon mal in diesem Dorf? Okay, mache ich halt was anderes. Zum Beispiel ein Haus kaufen und da Trophäen aufhängen. Das gibt Boni. Hier kommt das hin und das hier dort. Schön, gefällt mir. Geil, es gibt auch Haustiere. Oh, sweet. Aber was ist besser als ein Hund? Genau, 2 Hunde. Ohoho. Doof nur, dass ich die Boni, auf die ich es abgesehen habe, erst craften muss. Dafür bin ich aber noch unterlevelt. Ist wohl was fürs Endgame. So wie diese Invasion, die man ab Level 50 machen kann. Toll, wieder die Befestigungsanlagen verteidigen. Bloß gegen unzählige NPC-Wellen. Show me what you got. Ich muss schon sagen, so richtig gefällt mir das hier alles nicht.
Die Sammelei und das Aufleveln dauern ewig und das immer gleiche Questdesign ist einfach lahm. Genauso wie die Gegnertypen. Einfach nur einen anderen Namen drüber klatschen reicht mir nicht. Es fehlt einfach Content, gerade auch für das Endgame. Und stumpf Rohstoffe sammeln bockt halt irgendwann auch nicht mehr. Ach Mann, dabei kann die Welt doch so schön sein. Die einzigartigen Gebiete zu erkunden kann echt Spaß machen. Und die grundlegenden Mechaniken bringen alles mit, um in der Theorie für eine gute Zeit zu sorgen. Mann, warum hat New World sich nicht bei Abwechslung Story und Endgame mehr von WoW oder Final Fantasy XIV abgeguckt? Naja, zumindest hat Amazon Games ein gutes Fundament geschaffen, das hoffentlich üppige Inhaltsupdates bekommt. Dann kann ich auch von einer Empfehlung sprechen. Gerade bin ich einfach nur froh, hier weg zu können. Ich mache mal einen Abgang und werde mit dem Stab die Game 2 Crew von der Verderbnis befreien. Mann, Steve, was soll denn der Kack? Seid ihr nicht von dämonischen Kreaturen befallen, die eure Seele auffressen? Nein. Wie kommst du darauf? Jetzt sag, was hier los ist. Das war alles Franz' Idee. Ja, Steffen, du weißt doch selbst, dass wir niemanden haben, der MMO-Rollenspiele spielt. Und die sind auch immer so super lang. Und da dachten wir uns halt, dass du... Franz dachte sich, dass du ja schon immer mal einen Beitrag machen wolltest. Und dann wollten wir dir die Chance halt mal geben. New World. Viel zu lang und zu stumpf. Ja, das ist wirklich eines Redakteurs nicht würdig. Aber was ist mit Steve, dem Cutter? Wollte der nicht immer schon mal einen Beitrag machen? Ja, das passt perfekt zu ihm. Ruf die Redaktion zusammen. Ich hab eine Idee. Gott. Oh, ich hab gepupst. Ja toll, und deswegen macht ihr so einen scheiß Aufriss, oder was? Hä, wieso war's denn für ein Aufriss? Nein, Steve, geh nicht da rein in die Redaktion. Scheiße, Alter! Spiel! Oh! 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 Ich finde die nicht. Aha. Aber nochmal wegen dem Beitrag. Also ist der zufällig fertig, oder? Ja, hier. Geil, sorry nochmal. Ne? Leute, der Beitrag ist fertig, die Sendung ist durch. Afterwork Party! Let's go! Achso, nee, du nicht. Du bist jetzt wieder Cutter, okay? Leute, Beach Club! Nächstes Mal wird geballert. Ein herzliches Moin Moin und Hallo auch von mir. Ich bin richtig frisch aus dem Urlaub zurück und habe mindestens genauso frische News mitgebracht. Los geht's mit dem DC Fandome. Bei dem digitalen Event gab es reichlich Neuigkeiten zu den kommenden DC-Projekten. Im Trailer zum Suicide Squad-Spiel, das von den Köpfen hinter der Batman-Arkham-Reihe entwickelt wird, haben wir mehr zur Story rund um die Missionen der chaotischen Schurkentruppe erfahren. Die haben nämlich den Auftrag, die Justice League inklusive Superman zu töten, da diese von Brainiac kontrolliert wird. Weiterhin gab es auch einen Story-Trailer zu Gotham Knights zu sehen. Hier müssen Batgirl, Robin, Red Hood und Nightwing nicht nur in einem Gotham City ohne Batman klarkommen, sondern sich auch noch dem mysteriösen Rat der Eulen stellen. Beide Spiele sollen 2022 erscheinen. Ach ja, und wer bei all dem unseren Lieblingsfledermann Batman vermisst, konnte im Trailer zu The Batman nicht nur Robert Pattinson in Aktion erleben, sondern auch erste Blicke auf den Schurken des kommenden Kinofilms erhaschen. Wer schon immer mal alte N64-Klassiker auf der Switch spielen wollte, kann das ab dem 26.10. mit dem Nintendo Switch Online Erweiterungspaket tun. Der Haken dabei ist nur, ganz so billig wird der Retro-Spaß nicht. Vergangene Woche stellte Nintendo das Preismodell für das neue Erweiterungspaket vor. Demnach zahlen Einzelpersonen 40 Euro im Jahr statt den bisherigen 20 Euro, während die Familienmitgliedschaft 70 statt 35 Euro kostet. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Jahresmitgliedschaften, die sich dementsprechend nicht monatlich kündigen lassen. Für die doppelten Kosten gibt es fürs Abo dann neben der regulären Online-Mitgliedschaft Zugang zu 14 Sega Mega Drive und 9 N64-Spielen. Darunter Klassiker wie Zelda Ocarina of Time, Super Mario 64, Lilith Wars oder Yoshi's Story. Außerdem schenkt Nintendo allen Käuferinnen und Käufern das sonst kostenpflichtige Animal Crossing New Horizons DLC Happy Home Paradise, das sonst 25 Euro kostet. Wer sich den neuen alten N64-Controller vorbestellen möchte, bekommt mit dem Erweiterungspaket zudem vor allen anderen die Möglichkeit dazu. Ob sich diese recht hohen Zusatzkosten am Ende lohnen, müssen alle selbst entscheiden. So Leute, die Zeit ist wie immer knapp und es gibt einiges aufzuholen, deswegen hopp hopp, der Ticker, aber flott. Stark bleiben!
Wie CD Projekt Red via Twitter verkündet, verschiebt sich das lang erwartete Next-Gen-Upgrade für Cyberpunk 2077 in das erste Quartal 2022. Auch das Generations-Update von The Witcher 3 ist erst für das zweite Quartal des nächsten Jahres vorgesehen. Noch stärker bleiben! Der Release von Elden Ring verschiebt sich um knapp einen Monat auf den 25. Februar 2022. Da vom 12. bis 15. November ein Closed Network Test auf PS4 und 5 sowie Xbox One und Series stattfindet, könnt ihr mit Glück aber bald doch schon zocken. Über die offizielle Elden Ring Website könnt ihr euch ab sofort anmelden. Zurück auf die Insel! In einem Nintendo Direct Spezial zu Animal Crossing New Horizons wurde das letzte kostenlose Update vorgestellt. Ab dem 5. November könnt ihr euch beispielsweise mit den knuffigen Bewohnern zum Kaffeekränzchen treffen, auf Harveys Insel eine Shoppingplaza eröffnen oder Gemüse anbauen, um daraus Gerichte zu kochen. Squid Game The Game? Der Netflix-Hit wurde jüngst zur erfolgreichsten Serie in der Geschichte des Streamingdienstes gekürt. Laut einem Interview des Magazins The Hollywood Reporter soll es bereits große Pläne zum Ausbau der Marke geben, darunter zahlreiche Ideen zu einer möglichen Videospielumsetzung. Noch nicht genug! In einem Interview mit dem Wall Street Journal erklärt Xbox-Chef Phil Spencer, dass Microsoft noch lange nicht damit fertig wäre, weitere Studios aufzukaufen. Einen genauen Zeitplan oder auch bestimmte Studios gäbe es bisher jedoch nicht. Na dann, frohes Shoppen! Sam Fisher Comeback. Gerüchten zufolge befindet sich ein neuer Teil der Splinter Cell-Reihe in Entwicklung. Das behauptet zumindest Brancheninsider Tom Henderson in einem Artikel des Magazins Video Game Chronicle. Welches Studio daran arbeitet, ist ihm allerdings nicht bekannt. Von Spekulationen haben wir jetzt erstmal genug. Wir wollen wissen, wie die Dinge wirklich sind. Und deswegen gebe ich jetzt ab an Trant, der schon mal in Forza Horizon 5 reinzocken konnte. Los, los, los! Die Forza Horizon Serie ist ein bisschen wie das Smartphone, nämlich ausentwickelt. Luft nach oben gibt's scheinbar kaum noch. Und weil die Preview-Version, die ich anspielen konnte, kaum Features bot, die es nicht auch schon in Forza Horizon 4 gab, fällt es mir jetzt schwer, was Gehaltvolles zu erzählen. Na komm, am besten fangen wir mit der relevantesten Neuerung an, der Mexiko-Map. Die ist im Vergleich zur Großbritannien-Map des vierten Teils auffällig hügeliger, was spielerisch, aber auch optisch einfach spannender ist. Für meinen Geschmack sind die Steigungen und Gefälle noch etwas zu sanft und ich könnte mir für manche Rennen noch raueres Gelände vorstellen, aber insgesamt passt es schon. Für noch mehr Abwechslung sorgen die verschiedenen Biome, wie Entwickler Playground Games sie nennt, also Landschaftsteile wie dieser Vulkan, den man gleich zu Beginn runterdonnern darf, oder sumpfige Regionen mit dichten Wäldern und Flüssen. Ebenso wird durch bunte Städte geheizt, durch felsige Canyons oder entlang der Meeresküste. Wüstenartige Abschnitte scheinen am dominantesten zu sein, aber dennoch wirkt Mexiko deutlich vielfältiger als Großbritannien. Tja, und sonst ließ sich aus der Preview-Version nicht ganz so viel herausziehen, was besonders hervorzuheben wäre. Jegliche Online-Features waren noch nicht zugänglich und so blieben nur ein gutes Dutzend Aktivitäten, die man eben auch aus Teil 4 kennt. Straßenrennen, Dirtrennen auf unbefestigten Straßen oder für alle, die es noch dreckiger mögen, Querfeldeinrennen, bei denen auch mal durch Flüsse gebrettert wird und Riesensprünge an der Tagesordnung sind. Noch wilder sind dann die Schaurennen, wo man von einem Flugzeug begleitet wird, zwischen antiken Tempeln durchjumpt und dann noch Gesellschaft von zwei Crossbikern bekommt, die sich am Ende in Skydiver verwandeln. Na, dass das alles wirklich toll aussieht, habt ihr sicher auch schon bemerkt. Gespielt habe ich auf einer Xbox Series X im Performance-Modus, in diesem Fall nur in Full HD, aber auch in 4K soll dieser Modus die 60 Bilder pro Sekunde halten. Es wird auch einen Qualitätsgrafikmodus mit 30 Bildern pro Sekunde geben, aber ganz ehrlich, ein Rennspiel sollte man doch immer in der höheren Bildrate laufen lassen, wenn man die Wahl hat. Erst recht dann, wenn man in Sachen Grafikqualität keine erkennbaren Kompromisse eingehen muss. Schaut euch doch nur diese tollen Lackspiegelungen an. Den nassglänzenden Asphalt, die unheimliche Detailfülle der Landschaft und das alles in superflüssig und in einer offenen Welt, also ich vermisse da gar nichts. Playground Games sind echt Magier in dem Bereich. Aber naja, das ist ja auch nichts Neues. Ich meine, schon bei Forza Horizon 4 konnten einem die Augen rausfallen, oder? Ich hoffe, ihr fasst mein Geblubber nicht als Enttäuschung auf. Nichts läge mir ferner, als enttäuscht zu sein. Mir fiel halt nur sehr wenig substanzielle Veränderung auf, über die sich auch zu reden lohnt. Ich könnte noch sagen, dass Scheunenfunde jetzt nicht automatisch in die Garage wandern, sondern neuerdings mit einem LKW nach Hause transportiert werden müssen. Oder dass das Menü ein wenig übersichtlicher strukturiert ist als in Teil 4, wo es noch ziemlich konfus war. Oder dass wir uns wieder auf cringige Hipster-Weisheiten freuen können, die trotz null Inhalt super schmalzig vorgetragen werden. Es gibt da einen spanischen Spruch, den du vielleicht kennst. Aber es geht nicht nur um mein Haus ist dein Haus. Es geht um Zuhause und Familie. Horizon und Mexiko sind Familie.
Willkommen in deinem neuen Zuhause. Bro, das war mega deep. Also gut, belassen wir es einfach bei diesem erwartbar positiven Ersteindruck und heben uns die Detailfragen für die fertige Version auf. Hasta la vista. Danke, Trant. Damit sind die News auch über die Zielgerade gesaust. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Krogi. Ach ja, die guten alten Zombies. Die hat Oma damals schon am liebsten weggeballert. Meine hat immer gesagt, wenn du denkst, es bockt nicht mehr, kommt von irgendwo ein Zombie her. Oh, mehr braucht's auch nicht zum Glücklichsein. Seelenlose Fastmenschen, eine Schrotflinte und ein paar Buddies. Zack, fertig ist die Koop-Gewaltorgie. Hat bei Left 4 Dead funktioniert und sollte jetzt bei Back 4 Blood ähnlich gut klappen. Eigentlich ein, Achtung, No-Brainer. Tja, und ob's tatsächlich so einfach ist, kann man wohl nur gemeinsam rausfinden. Ja, let's go. Habt ihr Bock? Ja. Yeah. Ob ihr Bock habt? Ja. But why does it not start? Zombies, Waffen, Mutanten und ganz viel Blut. Die Entwickelnden von Left 4 Dead haben wieder in die Tasten gehauen und einen neuen First-Person-Zombie-Shooter auf den Markt gebracht. Das Ganze nennt sich Back 4 Blood und hat nicht nur im Titel Ähnlichkeiten, sondern auch im Gameplay. Und weil das Spiel, ganz ähnlich wie sein überlebensgroßer Quasi-Vorgänger, seine Stärken ganz klar im Koop-Modus zeigt, haben wir Adriano, Trant, Esther und Janina auf die Jagd geschickt. Zu denen kommen wir aber gleich. Erstmal widmen wir uns der Story. Wie so oft bei Zombie-Shootern findet ihr euch in einer postapokalyptischen Welt wieder, in der ihr als Cleaner Untote bekämpft und Überlebende rettet. So simpel ist das. Zwar wird die Handlung glaubhaft in Dialoghäppchen serviert. Ich wollte keine falschen Hoffnungen wecken. Und ich wollte sein Leben nicht riskieren. Im Mittelpunkt steht sie aber nie. Oder, Adriano? Story fand ich war überhaupt nicht wirklich zu sehen. Also es war eigentlich immer dasselbe. Das ist einfach immer durch verschiedene Areale durchgerannt, durch Zombie-Horden, was sehr atmosphärisch dadurch war. Aber jetzt eine coole Erzählung oder sowas war jetzt nicht da wirklich. Also man ist immer von einer Station zur nächsten Station gerannt, hat da seine Munition und alles wieder aufgefüllt und ansonsten ging es dann wieder in den Fight. Ja, schon klar. Zombie-Apokalypsen sind im Kern eben immer gleich. Ein bisschen mehr Abwechslung oder Wendungen hätten wir uns aber dennoch gewünscht. Viel präsenter bei der ganzen Schnetzelei ist aber natürlich das Gameplay. Und hier könnt ihr euch bei Back 4 Blood wirklich nicht beschweren. Es gibt eine gute Waffenauswahl mit verschiedenen Aufsätzen, die sich allesamt unterschiedlich anfühlen und verschiedene Spielstile fördern. Die 8 spielbaren Charaktere wirken mit ihren markigen Sprüchen schon verdammt badass und besitzen jeweils eigene Perks und Standardausrüstungen. In der Map verteilt findet ihr Kupfer, mit dem ihr euch zwischen den Levels Heilkram, unterstützende Gegenstände wie Drahtseile, Waffen, Aufsätze und Teamverbesserungen für zum Beispiel mehr Leben kaufen könnt. Kommen wir aber zu den wahren Hauptakteuren, den Zombies. Die bringen durch ihre verschiedenen Mutationen viel Variation ins Spiel. Neben dem ganzen Standardgesocks gibt es auch richtig dicke Brummer. So an der Wand klebende Dinger, die euch aus dem Nichts anspringen, und die sogenannten Snitcher, die bei Bedrohung laut aufschreien und Zombie-Horden anlocken. Die Viecher haben sogar alle unterschiedliche Schwachstellen, über die ihr besonders viel Schaden verursachen könnt. Ach komm, Mann! Der explodiert, schießt auf den Bauch, dann explodiert er nicht vor uns. Das ist gut. Also, Abwechslung gibt's definitiv genug. Gilt das aber auch für das Level-Design? Eigentlich lauft ihr auf den Karten nur von A nach B. Damit das nicht langweilig wird, gibt es abseits des Weges viel zum Erkunden. In Gassen, Tunneln, Häusern und Zelten wartet nicht selten frisches Loot auf euch, das ihr euch aber teilen müsst. Die Maps sind manchmal sogar so verwinkelt, dass wir Probleme hatten, den Weg Richtung Ziel zu finden. Gerade bei Nacht oder Nebel ist das eine echte Herausforderung. Eine etwas deutlichere Wegführung wäre da bestimmt noch drin gewesen. Weil Back 4 Blood trotz der eigentlich trostlosen Szenerie grafisch echt schick sein kann, schaut man sich beim Herumirren aber zumindest gern mal um. Und atmosphärisch ist's hier auch. Oftmals müsst ihr noch kleine Aufgaben erledigen, um weiterzukommen. Beispielsweise diese Fracht an den Haken des Helikopters befestigen oder Sprengstoff in ein großes Schiff laden, um es explodieren zu lassen. Klar, das ist nicht super anspruchsvoll und Überraschung. Die meiste Zeit habt ihr mehr damit zu tun, die Zombie-Horden in Schach zu halten. Aber naja, das gehört eben zum Genre dazu und mehr Komplexität hätte halt auch den Flow des simplen Geballers gestört. Okay, schön und gut. Aber wo ist denn jetzt der große Unterschied zu Left 4 Dead? Die Turtle Rock Studios haben sich einen kleinen Kniff überlegt. Spielkarten. In der Lobby könnt ihr euch ein Deck aus Karten zusammenstellen, die ihr euch mit während des Spielverlaufs verdienten Vorratspunkten kaufen müsst. Die bringen bestimmte Vorteile mit sich, die ihr im Team taktisch klug untereinander aufteilen solltet.
Während Janina in unserer Zockrunde eher die offensiven Karten mit mehr Schlagkraft nutzt, packt sich Adriano lieber Heilungs- und Ausdauerboni ins Deck. Spielt ihr allein, stehen euch übrigens alle Karten von Anfang an zur Verfügung, ohne dass ihr die vorher kaufen müsst. Zu Beginn und nach jedem geschafften Level könnt ihr aus einer zufälligen Kartenauswahl eures Decks wählen, welche ihr für den restlichen Run aktivieren wollt. Klingt so, als würdet ihr im Laufe der Kampagne immer stärker werden, oder? Yes. Yes, I am growing very strong. Damit aber genau das nicht passiert, besitzen manche Karten auch negative Effekte. Wählt ihr zum Beispiel die, die euch doppelt so schnell nachladen lässt, könnt ihr im Umkehrschluss nicht mehr durch Visiere zielen. Da überlegt ihr euch schon zweimal, ob ihr die wirklich ausspielen möchtet. Außerdem gibt es zu Beginn jedes Levels sogenannte Verderbniskarten, die nicht nur mögliche Sidequests eröffnen, sondern auch die Zombies stärken können. Zum Beispiel, indem sie nach Abschuss Säure hinterlassen oder auch einfach mal das Licht ausknipsen. Dann stapft ihr plötzlich bei Nacht mit Taschenlampe durch die Gegend. Da können schon mal Resident Evil Vibes entstehen. It's Forest. Oh my God. Und selbst die Solo-Kampagne mit Bots hat nicht gelangweilt. Auch wenn es super deprimierend ist, dass ihr allein keine Vorratspunkte sammeln, weitere Charaktere freischalten oder Erfolge erzielen könnt. Super frustrierend. Turtle Rock ändert das mal. Völlig unverständlich ist uns auch, warum wir nach Abschluss eines jeden Akts unser gesamtes Inventar verlieren. Alles, was ihr also mühselig gekauft, gefunden, erspart habt, ist dann einfach weg. Und warum können wir Waffenaufsätze nicht mehr abmontieren, um sie an andere Waffen zu packen? Ach ja, Trant hat auch noch einen guten Einwurf gebracht. Was mich hart genervt hat, war, dass ich die Zombies nicht wirklich orten konnte. Es gab immer mal ein Gegrunze so, da konntest du auch die Richtung orten. Aber wenn du eine in den Rücken bekommen hast, dann hast du das natürlich an diesem Trefferindikator gesehen. Aber du kriegst nicht mit, wann so ein 2 Tonnen schwerer Kotzer auf dich zutrampelt. Das kriegst du nicht mit. Der Koop wird leider noch von ein paar Bugs und Lecks geplagt. So kam es zum Beispiel dazu, dass Janina den Endboss gesehen hat, die restlichen drei aber einfach nicht. Und naja, wie sollen die dann auch helfen? Der ist direkt vor uns. Ja. Ich glaube, bei uns drei leckt's übelst. Ich sehe halt gar nichts. Lol. Aber du siehst ihn bei mir, ne? Ich sehe, wie die Leute wegfliegen. Ich sehe den bei dir, deswegen kriege ich die ganze Schaden, weil ich keinen sehe. Hey, wo ist er denn? Doch das größte Virus, das Back 4 Blood mit sich trägt, ist das Balancing. Da muss noch richtig viel getan werden. Solo gestaltet sich das Spiel leichter als mit einer Gruppe. Da braucht es selbst auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad schon ein sehr eingespieltes Team. Ich bin davon ausgegangen, dass Mittel dann halt normal ist, aber es war ein bisschen schwierig. Ich fand, man hat sehr schnell Energie verloren. Man wusste nicht genau, wo die Attacken herkommen und es ging rucki-zucki, dann war es im Eimer. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist dann komplett Game Over. Die sind nur was für erfahrene Spieler. Wenn ihr innerhalb eines Runs sterbt, könnt ihr zwar ein Level vorher wieder einsteigen, habt aber natürlich auch eure Ausrüstung nicht mehr und weniger Karten aktiv. Uff. Oh, nicht schon wieder. Ja, ich würde auch Alter, wo kommt er her? Oh, wie hat er sich denn angeschlichen? Sicher ist das Spiel gewollt fordernd, die Abstufungen sind aber aktuell noch viel zu unterschiedlich. Also zu heftig und zu wenig ausbalanciert. Man kriegt eben nichts geschenkt. Und zu guter Letzt bietet Back 4 Blood noch einen weiteren Spielmodus, den Swarm-Modus. Hier bekämpfen sich zwei Teams. Eins schlüpft in die Rolle der mutierten Zombies, das andere in die der Cleaner. Mit der Zeit kreist eine Giftwolke die Karte immer mehr ein, weshalb die Cleaner auf immer kleiner werdender Fläche mit Hilfe von Stacheldrähten, Granaten und Co. zu überleben versuchen. Wurde das gesamte Team von den Zombies ausgelöscht, ist die Runde vorbei und die Rollen werden getauscht. Das Team, das längere Zeit überlebt, gewinnt. Für unsere 4 Rekruten lief der Modus offensichtlich ganz gut, oder? Easy as that. Darin sehe ich Potenzial. Back 4 Blood hat schon einiges drauf. Die umfangreiche Kampagne macht sowohl allein als auch mit Freunden Spaß und wird trotz recht simpler Aufgaben einfach nicht langweilig. Das Geballer fühlt sich gut an und dass die Cosmetics kein Echtgeld kosten, ist fair. Das Spiel motiviert auf jeden Fall für einige Stunden und vielleicht sogar dazu, die Kampagne öfter durchzuspielen. Nur auf lange Sicht braucht es bald neue Inhalte. Vor allen Dingen für den Swarm-Modus, der zwar für kurze Runden echt spaßig ist, leider aber ziemlich schnell Gefahr läuft, monoton zu werden. Die Community wünscht sich beispielsweise lautstark, dass Elemente davon auch in der Kampagne Platz finden und so Spielerinnen und Spieler als Zombies in laufende Runs eingreifen können. Geplant ist das bisher allerdings noch nicht. Aber ist das Spiel in seiner jetzigen Form denn sein Geld wert? So
Verbesserungen zur Beta gab es auf jeden Fall, aber noch nicht genug dafür, dass es halt jetzt ein Vollpreistitel ist und auch schon released ist. Und vor allem für die Preiskategorien, die es da gibt, finde ich, muss da noch ein bisschen mehr kommen. An sich cooler Titel, aber nicht fertig. Das war's für diese Woche mit Game 2, der Sendung, die zum Comedy-Preis nicht mal eingeladen wurde. Tja, ganz im Gegensatz zu diesen beiden Herren hier, Tommy Schmidt und Pierre M. Krause, unser Ex-Game 2-Moderator. Was haben die eigentlich, was wir nicht haben? Was haben die, Lara? Keine Ahnung, aber schaut euch doch dieses Video hier an, dann wisst ihr es. Wir schämen uns jetzt eine Runde und sehen uns dann nächste Woche wieder. Wiederschauen. Reingehauen!